Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ihr seht es, ich habe einen Gast heute und zwar einen Gast, auf den ich ganz, ganz stolz bin und ich mich total freue, dass er sich Zeit genommen hat. Und zwar Hans Königsmann. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter. Was passiert bei SpaceX, wenn man in einer Sackgasse ist? Also ist das dann schnell, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier falsch, wir machen jetzt ganz was anderes? Ja, also man dreht sich um und fährt wieder raus, nicht? Das ist nicht so richtig schwierig. SpaceX war eigentlich immer relativ flexibel und die ganze Flexibilität, die SpaceX auch mitbringt, war halt eben auch, dass man manchmal gesagt hat, okay, das war, glaube ich, eine Fehlentwicklung. Ich glaube, wir müssen hier raus, wir brauchen eine andere Entwicklung, wir müssen das verbessern, ja. Und da war das, solche Entscheidungen wurden schnell getroffen, alle Entscheidungen wurden eigentlich relativ schnell getroffen, ja. Und Entscheidungen, die manchmal schmerzhaft sind, wie eben sowas, wo halt auch durchaus Leute haben da, was weiß ich, jahrelang dran gearbeitet und jetzt schmeißt man die Arbeit weg sozusagen. Das kann man auch so sehen, dass man halt gearbeitet hat, um festzustellen, das ist eben kein Weg und das ist eben eine Sackgasse und wir müssen jetzt umdrehen und rausgehen. Und da waren wir immer pragmatisch. Es hat mich auch persönlich durchaus verändert, nicht? Also am Anfang wäre ich auch noch irgendwie etwas bitter gewesen, wenn meine Arbeit weggeschmissen worden wäre, ja. Mittlerweile habe ich da absolut keine Emotion mehr, wenn sowas passiert, ja. Ich denke, okay, das ist, glaube ich, besser, ja. Dann muss man es halt eben besser machen. Das ist halt eben ein bisschen die Evolution, wie sie halt ist. Ist vielleicht also wie in der Forschung. Und also wir haben herausgefunden, dass es so nicht geht. Und genau. Genau. Falcon Heavy startet ja zum Glück wieder, ich glaube sogar mehrfach dieses Jahr, ist angesetzt und also es ist natürlich einfach, sieht spektakulär aus. Wir haben schon gesagt, dieses Starman-Video, das macht einfach Spaß und dieses Wiederlanden hat natürlich, sieht für uns Raketenbegeisterte toll aus, aber was mich total freut, dass es auch Leute begeistert für Raumfahrt, die vielleicht nicht unbedingt an Raumfahrt interessiert wären. Und das ist so ein bisschen so mein Hauptanliegen mit diesem Kanal, dass ich sage, ich will Leuten zeigen, was Raumfahrt bedeutet und wie erfüllend das sein kann. Hattest du damit gerechnet, dass SpaceX so einen Hype auslöstet und dass die Breitenwirkung so groß ist? Glaube ich nicht, dass man das irgendwie vorhersehen konnte. Nicht? Wir hatten immer angefangen, unsere Launch-Videos zu zeigen und daraus ist so eine bestimmte Kultur geworden und daraus auch eine bestimmte Art und Weise geworden, wie das halt eben erzählt wird und wie das halt auch dargestellt wird und wie wir auch die Sachen verbreiten und veröffentlichen. Und wir hatten so viel Zuspruch und Erfolg damit auch und das hat halt eben auch Leute inspiriert, die dann halt, was weiß ich, in die Raumfahrt gegangen sind, um da zu arbeiten, dass wir gesagt haben, okay, das ist es einfach wert, nicht? Das machen wir nicht, um irgendwie, das ist zwar schon irgendwie ein gewisser Public Service, aber das ist eben auch durchaus was, wovon SpaceX profitiert, weil halt Leute dann das entsprechend studieren und dann irgendwann bei uns vor der Tür stehen und sagen, ich würde hier gerne arbeiten. Ja. Und das wollen wir auch. Das ist ja was wir auch aktiv fördern und was wir auch generell mehr sehen möchten, halt, dass Leute von der Raumfahrt begeistert sind, dass sie verstehen, warum wir zum Mars sollten, ja, und was der ganze Sinn dieser Sache ist, ja. Da braucht man schon entsprechend auch eine Plattform, um das entsprechend zu verbreiten. Auf den Mars können wir vielleicht gleich, von wegen mit Wirkung. Also es ist ja nicht nur die Öffentlichkeit oder die Leute, die vielleicht nicht unbedingt in der Raumfahrt arbeiten oder dahin wollen, die sich da auf einmal für Raumfahrt begeistern und da diesen Drive reinbringen und dann vielleicht auch die Leute, die darin arbeiten, unterstützen, zu sagen, das ist was Tolles, was ich hier mache und die Leute dann mehr Lust haben, das zu tun. Aber eigentlich interessant finde ich, dass es den Begriff New Space, also praktisch diese Industrie, die jetzt mit neuen agilen Methoden in der Raumfahrt Dinge tut, also ob das Satelliten sind zur Erdbeobachtung, die Sachen analysieren oder irgendwelche Services entwickeln, die in der Raumfahrt halt funktionieren könnten. Das, meiner Meinung nach würde das nicht geben, wenn SpaceX nicht die Startkosten so massiv gesenkt hätte. Warum, also ich meine, diese Idee mit New Space oder wir machen das billiger, also die gab es ja in den 90ern, eigentlich auch schon ein paar Firmen, die gesagt haben, wir machen das billiger und wir können das anders. Warum hat SpaceX das geschafft? Ja, ist eine gute Frage, nicht? Weil das Ganze mit New Space gab es eigentlich auch schon früher in meinen Augen. Gab es immer irgendeinen Teil der Industrie, der unkonventioneller war und geglaubt hat, dass sie das billiger machen können. Das Problem war bloß, dass sie nicht genau wussten, wie sie es billiger machen konnten und dass es auch einfach keinen richtigen Plan gab. Ja, da wurde
was weiß ich, da wurde vorgeschlagen, die Turbopumpe durch Drucktanks zu ersetzen und das macht es billiger. Ja, nicht so richtig. Da waren Haufen Sachen, die halt versucht wurden, damit argumentiert wurden, was im Endeffekt nicht unbedingt die richtige Entscheidung war. Aber was es auf jeden Fall billiger macht, ist die Wiederverwendung. Und da braucht man auch nicht unbedingt Raketentechnik studiert haben, um zu verstehen, dass wenn man die Sachen nicht wegschmeißt jedes Mal, dass es dann halt billiger wird. Nicht? Solange die Kosten für die Inspektion und ja, im Prinzip die Inspektion oder die Booster wieder fertig zu kriegen für den Start unterhalb der Kosten sind, von den Kosten, die man braucht, um den Booster zu bauen, lohnt sich das. Und das ist ein ziemlich hohe Bar, also die unter den Kosten zu bleiben, die der Booster braucht, wenn man den baut. Ja? Das ist sehr einfach, darunter zu bleiben. Da müsste man sich tot inspizieren sozusagen, um auf die gleichen Kosten zu kommen. Ja? Und von daher war das eigentlich immer klar, dass das also ein Game Changer ist gegenüber ein Incremental, also eine kleine Änderung, die halt ein bisschen was bringt. Ja? Ist halt auch in meinen Augen mit das Entscheidende gewesen, was SpaceX halt auch gemacht hat. Die Wiederverwendbarkeit ist halt wirklich dramatisch in den Auswirkungen. Und jetzt so langsam kommen wir dadurch, dass das eben auch das halt eben auch einen Effekt hat und dann entsprechend auch billiger wird mit dem Start und dass Leute davon profitieren. Das ist ja nur der erste Ansatz. Also ich meine, was ja schon abgefahren ist, ihr macht ja nicht nur das mit dem Booster, ihr holt ja auch die Fairings wieder, was ja auch wieder ein Teil ist, was man so denkt, ja, das ist ja nur eine Nutzerförderung, kostet auch Geld und die muss auch gebaut werden. Und also trotzdem, der nächste Schritt wäre, wo du vorhin schon meinst, ne, die Flugzeuge, die halt regelmäßig fliegen und voll wiederverwendbar sind. Stichwort Starship. Glaubst du, in Europa hat man das Starship auf den Schirm oder nimmt das ernst? Oder denken die Leute, jo, die braten da mit Schweißgeräten Edelstahl am Strand zusammen und das wird nichts? Ich glaube, ein paar Leute sehen das schon und sehen es auch als etwas, was es wirklich ist. Und der Großteil der Leute sieht es nicht und macht sich vielleicht darüber lustig oder rechtfertigt damit, den herkömmlichen Weg, eine Rakete zu bauen. Ja? Aber einfach darauf basieren, was SpaceX bisher gemacht hat, sollte man das schon ziemlich ernst nehmen und auch wirklich gucken, wie man helfen kann. Nicht? Das wäre ja auch mal was Gutes. Ja, Starship ist sozusagen dann das Endgame, ja, wo man halt das Schiff baut, was tatsächlich auch zum Mars kann und tatsächlich auch zum Mars kann mit der Nutzlast, die man dafür braucht. Ja, da sind ja in zwei Sachen, die man dafür braucht. Zum einen muss die zweite Stufe wiederverwendbar sein und halt auch wieder zurückkommen. Und dann das zweite ist, dass man den Treibstoff im Orbit dann halt von einem Schiff zum anderen laden kann, damit man das Schiff sozusagen im Orbit parkt und dann wieder vollfüllt. Das ist sozusagen wie eine dritte Stufe. Aber die dritte Stufe ist genauso groß wie die zweite Stufe und das ist phänomenal. Und da wären wir halt bei den Kosten halt auch. Also ich merke immer wieder, dass die Leute sich nicht vorstellen können, dass das, also ne, SpaceX ist jetzt schon sehr, sehr günstig, aber wenn man im Prinzip wirklich die Rakete komplett wieder bekommt und ja, man braucht man natürlich auch die Nutzlasten, um so eine Rakete auszulasten, aber Inspektion und Treibstoff und das war's. Also wäre ja im Prinzip dann die nächste Revolution. Eigentlich könnte man, also wenn ich jetzt irgendwie eine Raketenfirma hätte, würde ich mir eher überlegen, was will ich im Orbit tun oder wie kann ich die Fähigkeiten von Starship gut für mein Geschäftsmodell nutzen, als mir zu überlegen, wie ich meine Rakete da irgendwo gegen anstecken muss. Ja, Starship kann ja ein paar Raketen mit hochbringen auch, nicht? Dazu muss man noch eine Sache sagen, was dann noch ein Faktor werden wird. Ja? Selbst wenn Starship nur Propellant braucht, also sozusagen nur Treibstoff braucht, und Sauerstoff ist billig, Methanol ist, glaube ich, auch relativ billig, Kerosin war ein bisschen teuer, so wie Benzin im Prinzip, vielleicht ein bisschen teurer. Da ist immer noch der Faktor dabei, dass man die ganze Entwicklung auch irgendwann rückwärts finanzieren muss, ja. Also sozusagen der Preis wird nicht sofort runterfallen, sondern das ist was, wo der Preis langsam runterkommt, weil SpaceX eben auch diese Entwicklung von Starship
letztendlich bezahlen muss. Und das kann man nur, wenn man eben über die Staatshalt dann das Geld wieder reinkriegt. Ne? Also das ist ein Faktor, der wird eine Weile, das wird eine Weile dauern, bis es ganz so billig ist. Aber im Endeffekt ist es schon wahr. Im Endeffekt ist es dann so, dass es so billig sein wird, dass die Industrie sich eben auch entsprechend ändern muss. Und ein bisschen muss ich da auch sagen, da sehe ich nicht sehr viel an Änderungen. Ja? Also die Satellitenindustrie ist da durchaus noch ein bisschen so, wie sie immer war. Das hat alles ein bisschen länger gedauert. Und ein bisschen ist es dadurch auch entstanden, dass Starlink entstanden ist, weil das nutzt die Kapazität und das füllt sich auch aus und hebt sozusagen SpaceX auf die nächste Stufe in Sachen, in Sachen Firmenlevel. Also was man halt dann, man wird dann halt zu einer Firma, die halt an den Consumer direkt rangeht. Ich habe in Deutschland so ein bisschen die Veränderung wahrgenommen, weil ich bin ja ein YouTuber, das ist ja kein ernstzunehmender Journalismus und bei den Journalisten, den deutschen Raumfahrtjournalisten, was so ein bisschen bei denen, glaube ich, ein Umschwenk war, als die NASA sich für das HLS entschieden hat und dass die Leute dann sagten, oh hoppla, die NASA hat sich das offensichtlich angeguckt, was SpaceX da mit dem Starship vorhat und es ist jetzt nicht mehr das Wunschprojekt von Elon Musk, sondern die NASA ist darauf angewiesen, sonst wird sie nicht auf dem Mond landen. Ich weiß gar nicht genau, wie die Geschichte war mit dem darauf angewiesen sein. Es waren ja ursprünglich zwei parallele Entwicklungen. Ich glaube, im Endeffekt konnte NASA sich die andere, oder den parallelen Pfad sozusagen nicht mehr leisten. Nicht? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber egal, NASA hat auf jeden Fall die Zeichen der Zeit auch erkannt, nicht? Und will halt auch dabei sein. Und das muss man eben auch NASA hoch anrechnen, dass sie da das Risiko entsprechend auch eingehen und dann auch eben mit uns aktiv oder mit SpaceX aktiv arbeiten, um das in den Zustand zu bringen, dass da Astronauten sicher mitfliegen können. Ja? Das ist auf jeden Fall was unter den Weltraumorganisationen auch einzigartig ist und begründet in meinen Augen auch, warum NASA so an erster Stelle ist, wie sie wirklich sind. Und ist natürlich auch, also was Betrieb von Raumstationen angeht und Astronauten und alle Sachen, die man irgendwie vielleicht für Langzeitmissionen irgendwo braucht, ein unheimliches Wissen, was man für diese Marspläne ja auch braucht. Ne? Also da gibt es ganz viele Baustellen noch on top, die im Prinzip noch gar nicht so behandelt wurden. Aber dennoch ist da viel Wissen aufgebaut worden, was man auch so brauchen wird. Ein bisschen ist das auch so Kopf an Kopf. Nicht? SpaceX zieht NASA, NASA zieht SpaceX. Das ist so, da kann eigentlich eine sehr gute Dynamik draus kommen, die sozusagen für beide Parteien dann gut sind und für die gesamte Menschheit oder das ganze Land, wie auch immer, dann eben den größten Nutzen haben können. Ja. Mich persönlich inspiriert Starship unglaublich und ich finde auch die Marspläne, also die ganze Argumentation dahinter verstehe ich. Ne? Sie sagt von wegen, dass man große Ziele braucht und dass man im Prinzip vielleicht auch nur einen geraden Wimpernschlag Zeit hat, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, wir bringen unsere Raumfahrt auf ein Level, wo wir mit dem wir das machen können. Und es ist absehbar, dass wir aktuell über die Technologie verfügen, mit der man das jetzt irgendwie machen könnte. Es könnte aber sein, dass sich dieses Fenster wieder schließt. Trotzdem ist es wahrscheinlich das größte Abenteuer, zu dem die Menschheit jemals aufgebrochen wäre und auch das technologisch schwierigste. Also für mich war immer die Saturn V und die Mondlandung war für mich immer die Krönung aller technologischer Entwicklungen der Welt. Und ich habe die Saturn V da stehen und das ist für mich Raumfahrt. Meine Hilfe. Wird das zu unseren Lebzeiten passieren, dass Menschen zum Mars auf jeden Fall. Also, okay, Lebzeiten ist so ein Ding. Ich meine, man kann ja morgen umfallen. Aber, also wenn ich, sagen wir mal, das durchschnittliche Alter erreiche und für dich wahrscheinlich noch viel eher, nicht? Im Sinne von, deine Chancen sind wesentlich höher, ich denke schon, dass wir das sehen. Krass. Ja, ich muss vielleicht ein bisschen über mein durchschnittliches Alter hinwegkommen dann, aber zumindest auf dem Mars landen wird noch mit meinem durchschnittlichen Alter sehr leicht erreichbar sein, vermute ich mal. Wenn es darum geht, eine Kolonie zu bauen, daraus halt eben auch eine Infrastruktur und eine
Ökonomie und noch mehr, dann das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern danach. Aber ich denke schon, ja, der erste Schritt ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall passieren. Super, super motivierend. Und ich muss da noch ein bisschen dazu sagen, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, nicht? Was du ja sagtest, Apollo war das Größte, ja? Das war zu der Zeit auch völlig wahr, nicht? Und genauso war es wahrscheinlich auch mal wahr, dass irgendwie 3 Schiffe nach Amerika gesegelt sind und das war wahrscheinlich das Größte in der Zeit, nicht? Und es gibt immer so Sachen, die halt immer das Größte sind in der Zeit und dann, das inspiriert halt die Leute und lässt sie halt mehr machen als einfach nur von 9 bis 5 in ein Büro zu gehen und da irgendwas zu machen, ja? Oder halt den Acker zu pflügen oder was auch immer, ja. Sondern eben danach eben auch noch Pläne zu machen und darüber hinaus was machen zu wollen. Und das finde ich wichtig. Das ist einfach für uns, für mich ist das ein unglaublich wichtiger Teil. Und ich glaube, für jeden Menschen ist das wichtig, dass man halt so eine Inspiration hat, woran man sich noch irgendwie weiterentwickeln kann und was man halt irgendwie noch weitermachen kann, was halt irgendwie neu ist und was halt auch Neuland ist und wo, ja, wo man halt auch ein bisschen forschen kann, nicht? Ich gucke ja die SpaceX-Livestream und ich kommentiere die dann auf Deutsch, weil der Livestream ist ja in Englisch. Und da sage ich immer von wegen, dass wir aktuell unseren Apollo-Moment erleben. Dass wir also, ne, wenn ich jetzt zurückgehe, ich war noch zu jung, aber ich bin total neidisch auf diese Phase der 60er Jahre, wo der Driver und alle sagen, wir wollen und dann passiert das. Und wo ich sage, wir haben jetzt diese Möglichkeit, an der Entwicklung dabei zu sein. Und aktuell wissen wir nicht hundertprozentig, ob es geht. Wir wünschen uns das und sagen, oh, die Technologie ist eigentlich da und es müssen aber ganz, ganz viele Dinge passieren, damit das passiert. Und wenn es klappt, wäre es was Grandioses, aber wie langweilig es doch dann wäre, wenn man nachträglich darauf gucken würde und sagen, ja, das hat geklappt, anstatt dabei mitzufiebern und so zu schauen, wie werden die Wege ausprobiert, welcher Weg ist vielleicht in eine Sackgasse gelaufen, wie wird man es anders machen. Und da geht mir immer das Herz auf. Und es ist ein geflügeltes Wort bei uns von wegen Apollo-Moment. Das ist jetzt unser Apollo-Moment. Und da macht es Spaß und das ist motivierend. Und wie du es schon sagst, ne, nicht nur von 9 bis 5 ins Büro, sondern das zu haben, was einem Spaß macht zu leben. Ja, und ich hoffe halt auch, dass das eben, ich meine, damals, Apollo war auch sehr, sehr politisch motiviert, nicht? Und hatte halt auch andere Motivationen, als jetzt zum Mars zu gehen. Dass die Motivation zum Mars zu gehen ist durchaus langfristig und eben auch, auch um da zu bleiben, nicht? Und das ist halt schon was anderes, so dass dann auch die zukünftigen Generationen nicht neidisch sein müssen. Das zu verpassen, sondern sie können das im Gegenteil auch noch in Perfektion dann wahrscheinlich genießen. Ja. Teil von Apollo kam halt eben auch daher, weil es eben dann auch gecancelt wurde und wir nie wieder zurückgegangen sind und nicht da geblieben sind im Prinzip. Nicht? Das war mit ein Element davon. Das sollte diesmal nicht passieren. Hans, das war ein unglaublich cooles, inspirierendes Gespräch. Ich bin total begeistert und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht so zum Abschluss, wenn du dir noch was wünschen könntest, was zu deinen Lebzeiten, was noch in der Raumfahrt passiert, egal was, was wäre das? Okay, also zum einen, wie gesagt, ich möchte ganz gerne sehen, dass Starship auf Mars landet. Da bin ich relativ hoffnungsvoll, dass das noch, dass ich da sogar noch laufen kann wahrscheinlich. Also, ich meine, Zeitraum 5 bis 10 Jahre ist, glaube ich mein unsolicited hier. Aber da bin ich schon wesentlich optimistischer, als ich vor 20 Jahren war. Das hat sich einfach meine Zeit hier sehr, sehr verändert. Also das möchte ich auf jeden Fall sehen. Ist wichtig. Ich würde es gerne sehen, wenn die Flüge zum Orbit, also niedrigen Erdorbit, so billig werden, dass ich mir das leisten könnte. Das fände ich, glaube ich, klasse. Was noch? Und würdest du mitfliegen dann? ich würde auch gerne sehen, dass irgendein Projekt aus Deutschland kommt, was mich wirklich erstaunt, wo ich sagen würde, oh, okay, das ist ein gutes Projekt. Das fände ich auch klasse. Was noch? Ich glaube, das ist schon relativ viel alles, nicht? Ja, ich würde mitfliegen. Ja, ich auch. Also Mars wäre vielleicht ein bisschen lang, aber Erdorbit, das wäre schon ein Traum. Und ja, nicht?
ein paar Tage und das ausprobieren, wie es läuft und die Schwerelosigkeit. Ich habe einen Zero-G-Flug mal gemacht vor vielen Jahren. Da muss man sich dran gewöhnen, das ist nicht ganz leicht. Alles wird sehr, sehr stark verstärkt unter Mikrokavitation oder Zero-G. Und wenn man da ein bisschen mehr mit spielen kann als nur 20 Sekunden, das wäre, glaube ich, schon eine tolle Sache. Wir haben irgendwann mal uns über Raumfahrtmedizin auf dem Kanal unterhalten und da war so die Idee, dass man auf dem Mond ein Altenheim hat, wo dann, wenn einem die Gelenke wehtun und wenn man halt zu, dass man hier weniger Gravitation hat und da es sich dann angenehmer leben lässt. Ja, nee, auf jeden Fall. Also deswegen, also Zero-G oder ja, komplett keine Schwerelosigkeit, ist tatsächlich am besten, glaube ich, in dem Fall, oder? Das Herz hat am wenigsten zu tun, die Gelenke tun überhaupt, man braucht die Gelenke, man braucht eigentlich die Gelenke gar nicht mehr. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Das einzige Problem ist ein bisschen, dass der Arzt dann so weit weg ist. Ja, wenn es soweit ist, ich glaube, ja, dann gibt es genügend Personal und ja, dann ist da wahrscheinlich immer ein Arzt mit an Bord oder so. Hans, vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen Projekten, die du dir noch weiter vorgenommen hast. Sind wir gar nicht so viel zugekommen, was jetzt in nächster Zeit bei dir ansteht, aber war total toll zu hören, wie das bei der in der Frühphase von SpaceX war, wie es sich entwickelt hat, wie deine Einschätzung zur Zukunft der Raumfahrt ist. Und ja, vielleicht hast du ja auch mal Lust, einfach wiederzukommen und dann reden wir dann über die nächste Sache, wenn dann die Marslandung geklappt hat und du kannst es dann einordnen. Und, ja. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Cool. Ja. Dann alles. Ja, ich wünsche den Zuschauern schon mal einen schönen Abend. Das war mein Interview mit Hans Königsmann. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und ja, ich sag's immer wieder, der Apollo-Moment, der ist jetzt da. Und habt Spaß an Raumfahrt und lasst euch inspirieren und immer schön senkrecht bleiben.